So, wir kommen zurück bei Minecraft. Schissen. So, jetzt. Wir kommen zurück bei Minecraft. Jetzt bauen wir unseren Keller. Fertig, aber zunächst baue ich das Portal fertig. Jetzt bauen wir das Portal für dich und kommen so zurück in unsere alte Welt. Jetzt bauen wir das Portal fertig und kommen so zurück in unsere alte Welt und spielen mit den Schafen im Gehege und holen uns ein paar Schleimbälle von diesen Schleims, die dort hier Unwesen treiben. Ja, 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 ja. Und jetzt hol ich mir ein bisschen Lava. Ich hoffe, ich flieg nicht. Hey, da ist Eisen. Ich flieg hier nicht rein. Und dann laufen wir wieder zurück nach Hause und lagern die Lava in die Grube ab. Jetzt bauen wir unser Portal für dich und kommen so zurück in unsere alte Welt. Ja, jetzt bauen wir so zurück nach Hause zu unserer alten Welt. Okay, das war ein bisschen gesungen beim Anfang. Jetzt bin ich wieder gut drauf. Aber zunächst bauen wir jetzt unser Portal fertig. Sorry an die für alle Hater, die ich jetzt wahrscheinlich mit meinem Gesang genervt habe. Aber hey, ich warte jetzt, hat Lust ein bisschen zu singen. Die Musik hat mich gerade dazu verleitet. So, jetzt um das Wasser, ähnlich wie vorhin. Das kann jetzt zwar ein bisschen einseitig werden, aber dafür haben wir ein Portal fertig, ohne eine Diamantenspitzhacke zu brauchen. So, hier geht's rein. Ich denke immer, dass es hier lang geht, aber hier geht's eigentlich lang. Okay, verwandle dich zu Obsidian, Lava, Block, whatever. Gut, jetzt warten wir, bis es abgeflossen ist. Sehr schön. Und jetzt bauen wir hier das Ganze noch eins höher. Ein Feuerzeug brauchen wir auch schon, aber wir haben ja Eisen haben wir bereits und Flint müssten wir auch haben. Gut, dann brauche ich hier noch so einen Steg hin, damit wir schnell hochkommen, wenn wir die Lava da in unseren Armen halten. So, das Wasser muss ich loswerden, weil dort Lava reinkommt. So, jetzt. Und wieder ein bisschen laufen. Na, du blöde Kuh, was geht? Runter von dem Berg! Heilige Kuh hat gesprochen. Oh Gott, sie kommt auf mich zu. Was habe ich nur verbrochen? Übrigens habe ich mehr Anno-Musik in die Playlist rein. Weil die sehr gut passt eigentlich. Und das ist jetzt zum Beispiel eine neue Anno-Musik. Die hatten wir vorher noch nicht in der Playlist drin gehabt. La 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 la, ich hole mich jetzt. Lava ab. Ich sollte nicht so oft singen, weil es gibt Leute unter euch, die mögen wahrscheinlich meinen Gesang überhaupt nicht. Mensch, ein kleiner Leck jetzt. Oh Gott, wenn es jetzt leckt, wenn ich jetzt bei Lava hier rumhantiere, dann... So, jetzt. Das war knapp. Und jetzt laufen wir zurück nach Hause und dann platzieren wir die Lava ins Loch. Okay, jetzt höre ich aber auf zu singen. Ich schwör's euch. So. Ich werde nicht singen. Hey, blöde Kuh. Aber was soll ich machen? Ich glaube, wir können ein bisschen wieder reden über ein Thema. Freizeitaktivitäten. Was macht ihr so Freizeitaktivitäten? Also, ihr wisst es ja wahrscheinlich schon von mir. Ich spiele Schach. Und nehmen Let's Plays auf.
wahrscheinlich spielen die meisten von euch Fußball, gehe ich davon aus, weil es gibt ja sehr viele Leute, die spielen Fußball. Habe ich früher auch mal gespielt, da war ich einmal beim Verein und wollte Fußball spielen, hat mir aber nicht so ganz gefallen. Auch wenn mir Fußball sehr Spaß macht, muss ich zugeben. Wenn wir in der Schule zum Beispiel immer Fußball spielen, dann, ja, dann habe ich richtig Lust drauf. So, wenn wir schon über Schule reden, reden wir gleich über Schule. Was hattet ihr für eine Schullaufbahn? Also ich hatte eine ganz verrückte Schullaufbahn. Bis heute noch gehe ich in die Schule und jetzt bin ich fast 20 Jahre alt. Oder? Okay, ich verrate euch mal meine Schullaufbahn. Die Musik passt ja auch gerade so schön. Also gut, 2000. Kevin geht zur Schule. Grundschule. 2004. Kevin verlässt die Grundschule und geht auf die Hauptschule. 2004, 2005. Kevin ist so gut in der Hauptschule, dass er aufs Gymnasium übertreten kann. 2005, 2006. Im Gymnasium bin ich total scheiße und falle wieder zurück auf die Hauptschule. 2006 bis 2010. Kevin macht die Hauptschule und bekommt seinen qualifizierten Hauptschulabschluss. Nee, Quatsch, das war bis 2011. Bis 2011 war ich zur Hauptschule. Dann 2011, 2012. Kevin geht zur Bundeswehr und verlässt sie nach 2 Wochen wieder. Das zählt zwar nicht als Schule, aber ich zähle es jetzt als Schule dazu. Und 2012, 2013, bis heute. Kevin geht auf die Jakob-Förer Wirtschaftsschule und macht seine mittlere Reife nach. Ja, das ist so mein Abschluss, meine Schullaufbahn. Ziemlich strange alles, wie alles zusammengelaufen ist. Naja, gut, ja, jetzt könnt ihr von mir aus eure Schullaufbahn in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust drauf habt. Ich glaube, jetzt haben wir es auch schon fast, ne? Diese Maya-Musik, diese Maya-Musik, ja. Gut, jetzt kommen die ein. Oh, ja, gut, hab ich vergessen, hier noch Blöcke hin zu platzieren. Oh Gott! Ägypten! Wir kommen in Ägypten! Hilfe! Wo sind die Ägypter? Das ist die Musik ist neu aus Anno. So, ja, jetzt kommt hier wieder Wasser hin. Ach, schön dieser Dschungel. Ich bin immer noch fasziniert von dem Ausblick auf den Dschungel. Sorry, hab mich verklickt, sorry. Klingt wie eine Indianermusik irgendwie. Okay, ich glaube eins noch, oder? Ich muss schauen. 1, 2, 3. Ja, jetzt kommen da oben noch diese 2 Blöcke hin, Obsidian-Blöcke. Ich glaube, ich baue das zunächst mal ab, damit wir das sehen besser. Ja, genau. Jetzt kommen hier oben noch so Dinger hin und dann ist das Portal fertig. Gut, so zunächst mal, damit die Lava nicht runterfliegt. Als nächstes, zack, zack, oh Gott, zack. Zack, ich glaube, da muss ich eins hochbauen, weil ich komme da sonst nicht hin. Zack, zack, zack. Scheiße, ich muss da jetzt eins nach oben bauen, damit ich da hier rankomme. So, dann noch hier. Oh Gott, das erinnert mich ein bisschen an der Monsterfalle, an dem Portal in der Monsterfalle. Genau, hier kommt später die Lava rein und Wasser drauf. Und dann baue ich hier noch so einen Steg, damit wir nach unten kommen. Oder beziehungsweise nach oben. Okay, gut. Jetzt holen wir uns noch die letzten 2 Lava-Eimer. Und dann ist das Portal auch schon fertig. Oh, willkommen in italienische Restaurante. Ich bin Luigi, ihr Padre. Darf ich Sie hier zu Ihrem Platz führen? Na komm, die passt überhaupt nicht. Oh Gott, wo kommt die Musik her? Ach ja, von meinem Media Player. Hallöchen, willkommen in chinesische Restaurante. Ich bin Bing Lu Fang Chi. Darf ich Sie zu Ihrem Platz fühlen? Unser heutiges Sonderangebot ist die Peking-Ente mit frisch knuspriger Soße.
spielst, können es wegen Soße. Egal. Alter, ey, kaum sind wir im Dschungel, sehe ich Hühner. Das ist echt... Dieser Dschungel ist verflucht von Hühnern. So, nein, jetzt komm, ich möchte die letzten Lava einmal mitnehmen. Also, danke. Hitlers rechtes Ei. Gut, und jetzt laufen wir das letzte Mal zurück. Und unser altes Boot, das uns damals hergebracht hat, steht immer noch da. Gut, jetzt machen wir das Portal fertig. Aber ich werde noch nicht sofort reingehen. Weil, ich möchte zunächst noch das den Keller fertig bauen. Und dann können wir von mir aus in den Nether gehen, wenn ihr wollt. Weil sonst habe ich überall wieder, weil sonst komme ich nicht dazu, das Haus fertig zu machen und so, ne? Wir müssen ja mit nach System vorgehen und erst eins fertig machen, bevor wir das andere machen. Gut. Jetzt kommt da die Lava rein. Genau dort. Und hier. Oh Gott. Moment. Hä? Ich muss mal nochmal eins hochschauen, weil... Kann sein, dass ich da noch was... Oh, da sind wir schon an der Oberfläche. Ach, wie schön. Tatsache, es kommt hier schon rein. Aber irgendwie sah das irgendwie so aus, als würde es irgendwie noch durchfliegen. Aber nur irgendwie, ja? Okay, nee, die steht schon, die Lava. Das ist eine miese Fallgrube, wenn ich jetzt da reinfalle. Das wäre gemein. Oh Gott, ich darf da nicht reinfallen. Das könnte man als Griefer so machen, wenn man so auf einem Multiplayer-Server spielt. Dann einfach so die Löcher machen mit Lava, das wäre ganz fies. Gut, jetzt ist unser Portal gleich fertig. Jetzt kommt noch diese Wassereimer drauf und dann war es auch schon. Und fertig ist unser Portal. Jedenfalls vom Äußeren, jetzt müssen wir es nur noch anzünden. Kommt zunächst noch die Erde weg. Die wird auch noch geclosed. Sieht sehr hässlich aus, wenn so ein fetter Loch-Dingens da einfach so in der Landschaft steht. So, dann noch den ganzen Erdemist weg. Eieieiei, arabische Musik, arabische Nächte, eieiei. Ich glaube, die Musik muss ich ein bisschen noch aussortieren, also mit der Musik, die mir überhaupt nicht gefällt. Und das war eine von den Musik. Ach ja, wieder diese schöne Musik. Oh nein, ich muss singen. Sorry, Leute, ich muss mal wieder singen. Wo ist unser Feuerzeug? Ich will das Portal anzünden. Und zurück nach Hause gehen. Hallöchen, ihr Schäfchen. Gebt mir eure Wolle. Ich sammle sie schnell ein. Jetzt sammle ich das Feuerzeug. Aber wir haben kein sowas. So ein Schwein. Ich brauche ein Flintstein für das Feuerzeug. Da ich heiß, ich platziere ein bisschen Kies. Ein Eisen haben wir noch übrig. Aber vielleicht ist es außerhalb meines Zuhauses und dieser Truhe. Befindet sich gar nichts, nicht mal ein Flintstein. Okay, jetzt bauen wir uns das Feuerzeug. Und das wird jetzt unser Portal anzünden, welches wir dann später verwenden werden, um nach Hause zu kommen. Zu unserer alten Siedlung im Sumpfbiom. Es war zwar kein es war zwar nicht der schönste Ort der Welt, aber es war unser Zuhause. Und das ist das, was zählt. Egal.
wo der Ort sich befindet. Es ist und bleibt unser Zuhause. Und wird auch immer unser Zuhause sein. Da hilft kein Meckern. Unser Plan ist auch jetzt schon fertig. Okay, ich würde jetzt so gerne reingehen wollen, aber zunächst möchte ich möchte da nicht unvorbereitet reingehen, weil... Ja, ich habe da so eine schlechte Erfahrung von Portalen, weil dann landet man plötzlich total anders und dann findet man das Portal nicht mehr. Da hat man so ein Problem mit Portalen, habe ich bei Gong gesehen. Und ich habe Angst, dass es hier jetzt auch passiert. Daher möchte ich ein bisschen, daher möchte ich noch nicht reingehen und zunächst noch vielleicht in der Testwelt schauen, wo dieses Portal hinführt und ob wir überhaupt zurück können. Nein, ihr Schäfchen. Nein, ihr könnt noch nicht raus. Ihr müsst mir noch mehr Wolle beschaffen. Dann lasse ich euch in die Freiheit. Also gut, ich würde sagen, jetzt bauen wir das Gerüst fertig von dem Haus. Steine haben wir genug, aber wir haben kein Holz, keine Kohle, meine ich. Und ich möchte jetzt auch nicht eine Höhlenerkundung starten. Verdammt, wir müssen doch in den Nether, fürchtig. Nee, komm, ich baue noch den Keller fertig. Und dann gehen wir in den Nether. Vielleicht sogar noch in dieser Session. Mal schauen. Also gut, ich glaube, ich nehme gleich mehrere mit. Kann ich schaden. Halt, nein, das ist eine Ho. Nix Ho, ich nix essen Ho. Getreide ist auch schon fertig. Damit können wir die Schafe vermehren lassen. Aber zunächst, ja, alles noch am anderen. Zunächst bauen wir den Keller fertig. Den Portalraum zunächst. Ich möchte den Keller später noch erweitern. So hier, dass es komplett alles mit Keller ist. Hier der untere Bereich, unterm Haus. Gut, und jetzt möchte ich zunächst noch das Ganze hier ein bisschen aushöhlen, whatever. Und das Ganze mit Pflastersteinen ersetzen. Oh! Alter, wer pfeift von euch? Wer von euch pfeift so grell? Oh Gott, nee, weg damit. Ich hätte diese Völkermusik nicht reinbringen sollen von der anderen Musik. Und jetzt geht's weiter mit dem Gebaue. Verdammt, keine Schaufel mehr. Na gut, am meisten da. Dauert zwar ein bisschen länger, aber egal. Ich habe jetzt keine Lust zurückzulaufen. Lalalala. Ach komm schon, jetzt aber. Okay. Ach, da oben ist noch ein Block. Okay, jetzt ab. Jetzt platzieren wir Pflastersteine dorthin. So dass das Ganze ein bisschen dungeonmäßiger aussieht. Hier dasselbe. Zack, 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 zack. Hier ist ein kleiner. Hier fehlt ein Block. So, jetzt nicht mehr. Lalalala. Wir können ja später noch, da das ja der Portalraum ist, hier ein bisschen Lava einsetzen. Hier zum Beispiel ein Lava-Spot, der hier so runtergeht. Würde ganz gut aussehen. Aber ich glaube, dann besteht die Gefahr, dass unser Haus sich in Brand setzt. Jetzt muss ich schauen. Aha, aha. Gut, ich habe gerade gedacht, ich könnte hier eine Wand hinbauen. Aber das geht nicht, denn das soll ja hier synchron mit unserem oberen Stockwerk noch sein. Daher muss ich hier jetzt noch das Ganze weg abbauen. Oh Gott, ich hätte mir Themen vorbereiten sollen, bevor ich hier diesen Part starte. Aber naja, der Kevin, der denkt halt nicht an sowas. Der muss gleich wieder ans Aufnehmen gehen. Hauptsache ist, er hat die Parts für die nächste Woche. Ach ja, nächste Woche fangen Ferien an. Cool, Ferien, 2 Wochen wieder, ah, schön. Aber dafür habe ich nach den Ferien 6 Wochen Schule. Nee, sogar 8 Wochen, verdammt. Das wird hardcore für mich werden. Ey, diese Musik, die ist schlimm, die muss ich echt löschen. Nee, die ist auch kacke. Die ist besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommt hier noch ein Block hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, verdammt. Ah, ja gut, hat trotzdem gepasst. Hehe, zack, 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 zack. Hier
hier ist noch was, das muss weg. So, zack, 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 zack.